The enemy waits for us. Patience, brothers. Miteinander, ja, und willkommen zu Battle Sector. Warhammer 40k Battle Sector mit Torrent Gett. Wir spielen hier Strategiespiele, Sandbox-Spiele, Sci-Fi-Spiele und Rollenspiele auf dem Kanal. Ja, und das hier ist ein Warhammer 40k-Spiel. Die spielen wir auch immer. Und deswegen, ja, herzlich willkommen zu Coverage. Das ist hier tatsächlich schon die 7. Mission der Kampagne. Denn wir haben in der Preview schon von Mission 1 bis 6 durchgespielt. Das könnt ihr euch hier anschauen. Ja, also wenn ihr das in der Playlist seht, dann habt ihr es eh schon gesehen. Falls ihr das hier ganz normal so seht, dann, ne? Seht ihr die Playlist wie immer hier in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ding auch holen. Ja, und zum Thema holen, da habe ich euch tatsächlich auch einen GamesPlanet-Link reingepackt hier in der Videobeschreibung, wo ihr euch Warhammer 40k Battle Sector kaufen könnt. Ganz legal, das ist eine normale Keyseller-Seite, mit der ich zusammenarbeite. Wenn ihr dort also einkauft, bekomme ich ein bisschen was davon und ihr könnt euch das Spiel holen. Ich kriege das Ganze sogar in dem Fall noch ein bisschen günstiger. Und ja, so profitieren alle Seiten, ne? Also falls euch das Ganze hier gefällt, dann könnt ihr den Link nutzen und mich unterstützen. Genau. Wir machen mal weiter, wir gucken uns mal an, wie denn unsere Armee aussieht. Das ist tatsächlich nicht mein eigener Save, wenn ich mich recht entsinne, sondern tatsächlich einer, der hier speziell für uns angefertigt wurde. Das ist aber mehr oder weniger eh das, was ich hatte. Na, wir hatten, glaube ich, ein bisschen weniger Nahkämpfer. Aber ansonsten, wir können eigentlich auch noch mehr reinpacken, ne? Wir haben zwei davon. Aber wir können tatsächlich Dreadnoughts holen. Not even death will stop me. Das sage ich mal nicht nein, ne? Also noch eine Furioso Dreadnought. Alle Scouts haben wir, denn wir haben zwei Scouts, vier davon. Ja, einfach mal nochmal so, ne? We fight and we die for the Imperium. So. Ja, wir werden die ganze Armee sowieso nicht aufstellen können. So viel ist eigentlich relativ klar. Aber so potenziell einholen, holen wir uns nochmal so einen hier dazu. So, zum Thema HQ-Aufwertung. Und das ist tatsächlich genau das, was wir hatten, ne? Das ist auch meine Armee. Naja, auf jeden Fall können wir genau da weitermachen, wie wir waren. So, die rückgrose Ausbildung. HP pro Untereinheit. Ja, Hagel, zack, und die Jungs sind ja mehr oder weniger neu, da haben wir eigentlich noch nichts freigeschaltet, los. Nahkampfpräzision, Nahkampfschaden, Beschleunigung, bessere Bewegung und mehr Ausweichen, Treibsand, nur im Tode. Ja, Untereinheiten hast du natürlich eigentlich keine. Sondern nur das Schild des Sanguinius. Was kannst du denn so machen hier? Panzer durch, revitalisierte Maschinengeister. Also, okay. Das hier wäre das nächste. Datenverbindungstelemetrie. Wirkt sich auf eine einzelne feindliche Einheit dieser Wahlnahme von drei Feldern Entfernung aus. Panzerdurchschlag mit Startfernkampfschaden bei dieser Einheit. Yeah, die Auswahl ist gar nicht so einfach. Wanderndes Bollwerk oder Linie Nummer 1? Ein Stabilisator wäre auch eine Idee. Fernkampfpanzerung. The blood of Sanguinius flows in my... Mal das hier. So, Linie 1 ist freigeschaltet. Bestätigen. Go. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. An der Stätte der Herausforderung. On this hallowed ground, every one of us fought with tooth and bloody nail for the chance to become angel. When I first walked beneath these statues, I had not yet taken the great angel's blood. I did not foresee to do so again would be from within my own sarcophagus. Confronted with the measureless and the inexhaustible, I am left with only half answers. I pull Lieutenant Carlyle from his musings of guilt and tell him that synaptic aberrations resonate from this place. I do not lie. But I do not tell him the static is secondary to why I bring him here. A whisper reaches out to me from beyond the heaven wall. With nothing else known,
How am I to know whose voice it is I follow? I heed the commands of the lieutenant, the rank resurrected and as bright as his pauldron gifted from the armory. But his is not the question that guides me here. There is no answer. I can only follow the voice north. Follow it to this place of challenge, and pray for an answer to my eternal vigil. Okay, also anscheinend sind wir nicht wirklich aus dem Grund hier, der uns verraten wurde. Ja, irgendeine psychische Resonanz gibt es da wohl. Er ist sich aber so gar nicht klar, was das für eine Resonanz eigentlich ist, die er spürt. Ja. Und tatsächlich sind das hier sozusagen die Proving Grounds. Hier wird man, ne, wenn man zu den Blood Angels will, geprüft, quasi. Die Stelle der Herausforderung ist das heiligste Prüfgelände der Anwärter der Blood Angels. Jene, die erfolgreich aus den Kampfprüfungen hervorgehen und den hohen Erwartungen der Prüfer gerecht werden, werden in die Novizenränge des Ordens aufgenommen. Nach der Aktualisierung des Codex Astartes von Primer Gilliman wurde der Rang des Lieutenants wiederhergestellt. Kalion ist einer der ersten Blood Angels, denen dieser Rang gewährt wurde. So. Gehen wir in den Kampf. Und ja, lassen uns mal überraschen, wie das hier laufen wird. These statues bring back memories I thought had long faded. They're nothing more than obsolete detritus to these Primaris, I expect. I see no sign of the Xenos. You are sure the warp aberrations came from here, Brother Quinda? Yes, Lieutenant. I cannot account for their absence. Perhaps there is a temporal element I have not accounted for. You mean you were seeing into the past? No, Tech-Marine. There is no need for that particular concern. Prepare yourselves. The Tyranids know now that we are here. Exocrine fire! Defensive formation! Okay, das eskaliert ja schnell. Gott, viel zu viele Leute hier. Also nehmen wir auf jeden Fall zwei Dreadnoughts, ja? Der Quinda. Dann packen wir doch mal... Gott, wie war das denn nochmal? Ich muss euch hier rauspacken, ne? Nehmen mal einen Intercessor raus. Einen von euch raus. Von euch. Ihr seid ja eigentlich relativ günstig. 85 vom Limiter. Hm. Ja, weniger als zwei sollte man nicht mitnehmen davon. Heißt, wir nehmen eher einen von euch raus. Ja. Ja, das wird schon passen. Wir haben zwar 50 über, aber das muss so reichen. Okay, stellen wir uns vielleicht ein bisschen anders auf. Hier die ganzen Leute in die erste Reihe. Hier Tech-Marine, Kroginax läuft mal quasi hinter den Dreadnoughts her. Du läufst dahin, du bleibst in der ersten Reihe und ihr kommt hier rüber. So. Na also. Weiter. Sie sind wir hier quasi der Länge entlang auf diesem Ding. Oh, da sind sie schon. Die kleinen fiesen Bastarde. Jetzt mal kurz die Dreadnoughts hier angucken. Haben wir unseren Helden. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil er eine Side Dreadnought ist. Und hier ist so eine ganz normale Furioso Dreadnought. Okay. Also gut. Dann beginnen wir mal mit. Oh mein Gott. I hear something. Taking fire! Scheiße. The enemy waits for us. Patience, brothers. Their time will come. Ja, geil. Uns wurden gerade eben zwei Einheiten vollständig vernichtet. Also, ich weiß ja nicht, aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Past, future, there is only service to the Emperor. Ich weiß nicht, ob wir bei dem überhaupt durchkommen hier mit dem Zeug, ja? So. Confirm. Mal mit der Dreadnought dahin und konfrontieren sie.
Mann, die Schüsse kamen irgendwo von der Seite auch noch, ne? So. Okay. Vielleicht nochmal. Letztlich können wir das Ganze ja mit dir auch machen. Oder guck mal da hinten, hä? Du bist dieses Kanonenkopf-Dingsbums. So. Auf darüber. Es ist ja nicht ganz so weit weg, zumindest sehen wir es jetzt. Kommt da nicht so wirklich hin, hä? Riva muss ja zunächst mal sterben. Ja, reiß ihn auf. Ich hab eine Kanone. Schieß mal. Ich habe befürchtet, dass der eine ganze Menge aushält. So. Mal darüber. Und hier kommt, da ist der andere. Solange wir hier hinter diesen Dingern stehen, sollten wir ja eigentlich safe sein, hoffentlich. So. Schaden ist nicht so 30. Ja, du hast. Das sollte sie hier voll erledigen. Range Plasma on request. Ist da Hand? Fire Support. Und kannst du ihn da mal anschießen? Okay, wir sollten auf jeden Fall auf eine Richtung oder in eine Richtung laufen irgendwie. Victory for the Bloodblades! Victory for Skyfall! Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ja. My Fury will be fast. Schien da mal hin. Oh, oh, sehr schön, da sind noch mehr. Geil. The death is on. Hier direkt hier. Nicht einfach den Nahkampf, leider. Das bringt uns jetzt hier im Moment erstmal auch nichts. So, ihr springt mal dahin. So. Ich will die Hamorganten trotzdem noch ganz gerne vorher noch zumindest einmal anschießen. Ja. Mach erstmal die hier. Gehst darin. So, die Aggressoren hier. Mal dahin. Du fliegst dahin. So. Thin their numbers. They will not overwhelm us. Jetzt könnt ihr hier ran. Tja, immer das denn jetzt. Also du könntest theoretisch bei dem hier voll in die Flanke. Ich glaube, mit euch kriegen wir die besseren Chancen, oder? Aber nicht ganz so effektiv, wie ich erhofft habe. Komm schon. Nein. Er lebt noch immer. Ja, das ist wohl wahr. Ich komme echt nicht darauf klar, dass wir zwei Truppen vollständig verloren haben, ne? ja. Bitte ihn los. Hat er nicht geschafft, weil er den einen verschossen hat. Fünf? Das hin, ha? Gut. Es waren Intercessoren beides, ne? Ja. Intercessors, du könntest theoretisch noch. Ja, wir reparieren dich dann gleich mal. So, ich
hoffe ernsthaft, ne? What needs fixing? Nee, doch, ehrlich gesagt, warum dann noch nichts hier? They will fear to tread close. So, ich denke, wir haben alles. Jetzt beenden wir mal den Zug und gucken, was passiert. Jetzt stellen die sich uns auch noch in den Weg hier. Das sind wieder die Krieger. You will need more than that. Zumindest nicht ganz so viel hin von da hinten. Das Problem ist, dass die jetzt getriggert sind hier, glaube ich. Und unser Mann hier dringend Verstärkung brauchen wird. Als nichts, ne? So, greifen die ihn hier an. Meine Güte. So. Gut. Auseinandergenommen. So, das waren aber auch die einzigen, die an uns rankommen. Okay. Ja, das hier drüben sieht echt nicht gut aus. Okay, nicht getroffen, gut. Glaube ich zumindest. Der haut ab. Ja, das ist echt nicht wahr. Die können das jede Runde... Das ist ja... Entschuldigung? Ach, im Nahkampf sind sie auch noch gut. Was zum... Was ist hier eigentlich los? Fire Support. So. Ich würde sagen, das war's mit Galeon, aber noch nicht ganz. Wenn es halt richtig massive Verluste hier haben. Das erste Mal zu jener Maßnahme, aber trotzdem. So halten sie nicht viel aus. Wenigstens das. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Yep. Problem ist, dass der Rest von uns oder die Hälfte von uns hier weiter zerbröselt wird von diesen ganzen dämlichen. Anderen Boys hier. So, kommen wir nicht vorbei. Wegen den Typen. So, ihr müsst aber auch echt dringend darüber. Um zu helfen. Jesus. War der auch noch im Overwatch gewesen? 70. 70. Krieger. Ein Krieger weniger. Ja, aus der Nähe ist das natürlich nicht ganz so geil. Ah, Feuerhagel. Ein Fernkampf mit 40 Angriffen für jeden BP aus. Ja, die wurden also gebufft. Das haben sie aber auch echt gebraucht, ey. Super, super schlecht waren. 95. Plasma Fire Support ready. Das ist lustig, die müssen halt eigentlich sterben hier. Eine Verstärkung wäre nicht schlecht. Kann ich Verstärkung bekommen? HQ? Hm?
Also den kriegt man ja auf jeden Fall hier weg, wenn wir wollen. Wirf mal die Fragmentkarte trotzdem da hinten hin. So, du gehst jetzt hier rüber und erschießt die Typen hier, ja? Whatever the angel requires. Nicht ganz gereicht, aber hoffen wir mal, dass er das jetzt schafft. Das ist nicht dein Ernst, nein. Jetzt haben wir echt noch Schaden von ihm hier. Nicht geil. Ja, 7. 70%, Feuer. Ja, nicht mal ihre Flyer werden uns hier. Ready to strike. Okay, also theoretisch müssen wir halt irgendwie nach da hinten, ja? Boah, diese Typen stehen uns einfach im Weg. Was soll man dazu sagen? Drei Granaten haben, wobei die Granate zum Beispiel mit 2 Panzerdurchschlag verursacht. Das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Gut. Hat die mal eine mitgegeben hier? They cannot stop me. Sie wehren sich tatsächlich. The struggles of this. Jetzt haust du einmal hier. Ich könnte aber mit ihr auch theoretisch dahin schießen. Maximum Nahkampfpanzerung. Sanguinius protect you. Das hätte normal hier Feuer machen sollen, wa? The Defensor Angelicum stands. Ach Mist, ich hätte dich eigentlich vorher auch nutzen sollen. So, Paladin da weg. Jetzt habe ich zu nah dran gegangen, oder? Ja, natürlich überlebt er. Natürlich überlebt er wieder mit einem Scheiß. Diese Typen können einfach leider gar nichts. Das ist nicht so. Kannst du vielleicht den wenigstens noch wegmachen? Danke. Sehr nett. Ich äußerst nett. Stell dich mal irgendwo hin, wo du nicht mit einem Schuss gekillt wirst. Oh Gott. Ja, Kalion stirbt jetzt leider. Das. Ich kann ihn irgendwie noch wegziehen. Frage ist nur, wohin? Die Antwort lautet nirgendwo hin. Oh ne, schippt er jetzt schon. Ciao. Ist zu schnell für sie. Ich glaube, wir sterben, ja, wenn er stirbt. Bin zwar nicht sicher, aber. Reinforcements! Like all our brothers of the Assault Doctrine, your timing is impeccable. Look at those jump packs. Seems Call brought your replacement with him as well. Regardless of your new cauldron. Die Verstärkungen? So lachen, wenn er das überlebt. Das ist eine echt fiese Mission, meine Güte. Ja, sie wollen auf jeden Fall uns hier drüben angreifen. Bin ja Fan der Präzision. Aha, er hat sein Ding wieder aufgeladen. Und schießt. Oh, ich hatte. Ich glaube, er hat euch angeschossen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was wegstecken hier auf der Seite. Potential targets detected. Mhm. Es kommen noch mehr. Weitere Flieger? Noch ein bisschen. Sind das andere? Das sind dieselben. Ja, sind dieselben. Sieht die Perspektive anders aus. Taking fire! Ja,
Die buffen uns hier gerade alle. Oh Gott, zum Glück hat er nicht getroffen. Er ist aber schon näher gekommen. So, und wo sind jetzt diese Verstärkungen, diese ominösen? Sehe ich das hier? Ernsthaft? So, irgendwie... Fünf Kilometer im Süden, ja? So. Jetzt haben wir die Inceptoren hier, das erste Mal tatsächlich. Tja, ich habe auch keine Ahnung, wie... Also wir wissen ja, dass die irgendwelche Leute sind. Ja, okay. Ich darf weiterhin aus der Reichweite. Oder? Ja, leider. Defensive Zone set. So, schieß, guck mal nach dahin. So, wir gehen jetzt mit dir erstmal näher ran. Always forwards. Schauen ja recht lässig aus, muss man sagen, ne? So. Okay, also. Machen wir weiter. Und er hat tatsächlich überlebt. Das kann kein Zufall sein. Es muss irgendjemand euch und euch hier töten. Sind nicht diese Ofen? Was ist da nochmal deine optimal sind 4? Ja, wir brauchen aber dich, glaube ich, hier hinten eher, oder? Wir hier von allen Seiten eingegriffen werden. 65. So, 10, 20, 28, ihr seid gedebufft, ja. Ladungsangriff. Ja, und 25% für sich, okay. Lass mal danach. Ganz normal, also. Ich meine, treffen werden die wahrscheinlich eh nichts. Die Mal war ja bei dir auch 4. 35, 15. Müssen wir da rein. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen aus Versehen jemanden. Ein paar Crits, ja. So, wirf deine Granate. So. Jetzt mal die Krieger hier. Zumindest einen von ihnen. Gut. Müssen wir hier rüber hüpfen, um uns mal zu heilen, ja? The blood is strong. Do not falter. Boah, das war ja nicht so viel, wie es sollte, ne? Mehr Nahkampfschaden für alle? Nee. Always ready. Always ready. Ja, du hast, ich meine, warte, 1. Das heißt, du gehst jetzt dahin und ballerst den einen rein, ja? Hier waren es, glaube ich, 3. Das heißt, du gehst dahin. Hoffentlich verlieren wir den nicht aus der Sicht. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Also, du machst mal den da. Es war doch recht imposant. So, du machst hier den Rest einfach. Gut. Alle im Kampfesrausch hier. Schicke Genauigkeit. Ah, das war mit einer Präzision auch mit dabei. Anders mal den hier, ne? My vigilance is eternal. So, dann nehmen wir den Typ hier auseinander. Wir müssen, glaube ich, gar nicht mal mit dem anderen hin. Ja, ich weiß, das war heftiger Schaden. Jetzt gib ihm noch mehr. Okay, er ist erledigt. Und da ist der nächste. Das heißt, ja, wir werden mal uns bemühen,
Ja, ich bin blöd. Die hatten vorher eine bessere Chance. Eigentlich geht es darum, euch hier so hinzubringen, dass ihr den anschießen könnt. Okay, mal darüber. Du wirst mal deinen Sturmbolter benutzen, um hier drauf zu schießen. Vielleicht doch lieber das Ding hier einfach. Ja, genau. Das ist nämlich dann besser in dem Fall. Ja, hoffen wir, dass er nicht getroffen wird hier. So. Und Feuer. 100%. Ja. The blood waits. Mehr geht leider nicht. Tech Marine, standing by. We are the walls. We are the guns. Okay, bei dir, für dich geht das gleiche. Du wirst auch dorthin gehen. Okay, wer war denn noch nicht? Du könntest theoretisch noch. Ich weiß nicht, ob die nicht. Ich hab. I'll keep an eye out. Es könnte natürlich sein, dass die Helden einfach sterben, wenn sie sterben. Das wäre halt verheerend. Also, du machst ja auch den hier. Und das war's, tja. Hoffen wir mal, dass nicht zu viele hier umkippen von unseren Leuten. Vergiftet. Ihr seid auch vergiftet. Warum ist der Debuff schon runter? Ja, Unterstützung der Feinde ist unterwegs. Er macht nicht mehr viel hier. Seinem letzten Kanönchen. Okay. Taking fire. Schafft ihr das noch? Oh. Noch leben wir. Wo sie uns hier echt massiv gefokust haben. Aber es sind zum Glück nur die Kleinen. Gut, Viecher. Oh nee, ich hätte gehofft, dass die auf unsere anderen Kollegen gehen hier im Süden. Geh einfach mal Exterminatus rein, so. Mittig. Sie wollen den hier unbedingt tot sehen, ne? Scheiße, das ist mal umgefallen. Wir müssen mit unserem. Kannst du auch noch schießen? Nee. So, wen tötest du jetzt? Versuchst ihn zu töten. Jetzt wurde gerade der Panzerung. Ja, das war jetzt sehr gnädig von dem Viech hier. Muss man so auch mal sagen. Kommst du denn hin zu denen? Zu denen hier? Ne, wir müssen entgegenlaufen. Komm, tu es. Ich gehe davon aus, dass unsere Leute das hier hinten hinbekommen, alles. Verdammt, du kommst gar nicht in den Nahkampf, okay. So, einmal bitte etwas revitalisieren hier, ja. Ich weiß, es ist nicht viel, aber. Feuer! Opening Fire! Fritz dabei. So, das waren hier, wie gesagt, auch hier 1, 2, 3, 4, zack. 80%. Ja, wie viele müssen noch hin? Machen wir es mal so. Da kommen schon die nächsten Krieger. Geht das auch ohne Buff hin, oder? Es sind nur 29. Ja. Okay. Also gut, jetzt gilt es nur noch, die Tyranniden-Streitkräfte auszulöschen. Ja, lauf mal in diese Richtung. Carleoni geht mal dahin. Ihr geht dahin. I am ready to help. So, leider bist du natürlich hier völlig außer Reichweite bei allen. Hier ist 76. Das finde ich gut. Nur die besten Anti-Swarm-Firing-Solutions.
Oh, wow, der eine ist völlig vorbeigegangen. Aber triffst du mal die richtigen hier? Offensichtlich 60, 70, 75. Boah! Ja, hast du gemerkt, der Buff, der Debuff war nur eine Runde drin. Was natürlich sehr gut war in dem Fall. Unsere Superfähigkeiten können wir so gar nicht nutzen, ne, hier. Unser Kampfrausch hat sich auch nicht wirklich aufgeladen. Ja, wir sollten dich dagegen einsetzen. Sie rumkreischen. 80% Feuer. Sie haben jetzt hier echt die meisten erledigt. Ja, aber was diese... Es ist ganz nett, dass Verbündete und so bekommen, beziehungsweise Verstärkungen, aber... Die Jungs sind geil. Ja? Sind schon ein ziemlich krasses Upgrade. Die haben halt keine Nahkampfwaffen, was ein bisschen strange ist. Also wir könnten hier schon irgendwo hinhüpfen. Das ist die optimale Reichweite, ist 2. Dann gehen wir hier. Das ist ein sehr guter Spruch gewesen gerade. Engel haben das Recht zu fliegen. Wir haben einen sehr kleinen Overwatch-Radius, wie man hier sieht, ne? Beziehungsweise wahrscheinlich nur einen Punkt um sie herum. Okay, es sind noch 10 Einheiten, die hier irgendwo rumdümpeln. Du könntest ja potenziell mal unseren Dreddy hier ein bisschen reparieren, wobei wird es notwendig sein? Eher nein. On my way. Dich mal reparieren, ja. So. Der darf noch. So, mach mal hier den da. Du machst auch den hier. Und wir beenden den Zug. Nein, noch nicht. Er war noch nicht. Ihr Ziller, das waren nur die ganzen Overwatchers auf den Heldenkollegen. Hört sich sehr behuft an. Kommt echt noch ein Tyrannofex von da hinten. Sollten wir unsere Dreadnoughts eher in die Richtung hier schicken. Okay. Okay. So. Aber ich würde sagen, wir trennen das Ganze hier mal auf an der Stelle. Und werden dann, noch bevor es tatsächlich in den Livestream geht heute Abend, wo wir das Ganze hier auch spielen werden, eine weitere Folge hier dranhängen. Ja. Also, guckt es euch an, dann seid ihr im Livestream dann quasi auf dem Laufenden, wenn es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like, ob es euch gefallen hat. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.